Person führt den Vorsitz. Die Aufgabe des Beirates ist, das für den Rettungsdienst zuständige Senatsmitglied in grundsätzlichen Fragen einer leistungsfähigen, fachgerechten und wirtschaftlichen Durchführung des Rettungsdienstes zu beraten. Also als eine Beraterkraft in dem Falle, der aber auch Entscheidungen trifft. Die Mitglieder des Beirates und ihre Stellvertreter werden auf Vorschlag der entstehenden Einrichtungen von dem für den Rettungsdienst zuständigen Senatsmitglied für die Dauer von 5 Jahren berufen. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr, also keine Hauptberufler. Der Beirat gibt es eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung für den Rettungsdienst zuständigen Senatsverwaltung bedarf. Der oder die Vorsitzende beruft den Beirat mindestens einmal jährlich und bei Bedarf auf Verlangen eines Dritten seiner Mitglieder ein. Dann geht es weiter, neue Kategorie. Rettungsdienst mit Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeugen. Krankenkraftwagen, Notarzt-Einsatzfahrzeuge und ihre Besetzung. Für die Notfallrettung und den Krankentransport sind KTW, RTW, RTH, NAW und so weiter einzusetzen. Rettungswagen, Krankenwagen sind Fahrzeuge, die für die Notfallrettung besonders eingerichtet sind. Notarzt-Einsatzfahrzeuge sind Fahrzeuge mit spezieller medizinischer Ausrüstung zum Transport des Notarztes an den Einsatzort. Also keine Patiententransport. Im Fahrzeugschein müssen ihre Ausstattungen, Ausrüstung und Wartung den allgemeinen anerkannten Regeln und der Technik entsprechen. Krankenwagen sind im Einsatz mit 2 fachlich geeigneten Personen, Notarzt-Einsatzfahrzeuge mit einer fachlichen geeigneten Person zu besetzen. Notarztwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge müssen zusätzlich mit einem Arzt besetzt sein, deren Qualifikation sich nach § 7 Absatz 1 und 3 bestimmt. Bei der Notfallrettung hat mindestens ein Rettungsassistent und beim Krankentransport hat mindestens ein Rettungssanitäter im Sinne des § 8 Absatz 2 des Rettungsdienstgesetzes in der jeweiligen geltenden Fassung den Patienten zu betreuen. Die weitere eingesetzte Person, die zum Führen des Krankenkraftwagens berechtigt sein muss, ist dann fachlich geeignet, wenn sie erstens für den Bereich der Notfallrettung mindestens über eine Ausbildung als Rettungssanitäter, zweitens für den Bereich des Krankentransportes mindestens über die 60 Stunden umfassende Sanitätsausbildung verfügt. Gibt es in vielen Krankentransporten nicht, da gibt es nur einen Pischheim-Fahrer, der mal eine Lagerausbildung gemacht hat. Der fährt dann das Auto und der andere ist der Rettungssanitäter. In anderen Krankentransporten ist es nicht mehr der Rettungssanitäter, da führt selbst nur, da ist die Betreuungskraft der Rettungshelfer. Wie gesagt, die Gesetze kann man gut dehnen, dass man vom Illegalen zum Legalen geht. Erlebt man hier viel in Berlin. Rettungsdienstgesetz und mit Kranken, ja, dort ist man noch der gleiche Bereich, aber Umfang der Genehmigung. Die Genehmigung nach § 3 wird dem Unternehmer für seine Person und für die Ausübung der Notfallrettung des Krankentransporters oder Krankentransporters erteilt. Die Genehmigung umfasst jeden einzelnen Krankenkraftwagen unter Angabe der Bauart, des amtlichen Kennzeichens und der Fahrgestellnummer. Die Genehmigung bestimmt, ob der einzelne Krankenkraftwagen für die Notfallrettung und für den Krankentransport oder nur für den Krankentransport genutzt werden darf. Wird ein Krankentransportwagen verkauft oder dauerhaft stillgelegt, erlischt die nach Absatz 2 erteilte Genehmigung. Die Genehmigungsurkunde ist zurückzugeben. Dann geht es weiter mit dem § 11, Genehmigungsbehörde. Die Genehmigungsbehörde für den Rettungsdienst und Krankentransport ist für das jeweilige Bundesland oder Gemeinde der Senatsverwaltung oder Gemeindeverwaltung verantwortlich.
weiter mit 12.